Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute bin ich für euch in Wien unterwegs. Ja, genau, du hörst richtig. In Wien, da war ich schon mal, nämlich zuvor war ich im Kempinski Hotel. Das verlinke ich euch hier einfach mal oben beim i. Aber heute bin ich im 25 Hours Hotel, ein Designer-Hotel, lässig, locker und leger. Und wir schauen als allererstes mal einen Blick ins Zimmer. Ja, nachdem ihr das perfekte Zimmer natürlich ausgesucht habt, schauen wir mal in den Spa. Zu ein bisschen Entspannung gibt es hier Sauna und Dampfbad. Sehr stylisch natürlich auch der Ruhebereich mit den Schaukeln, auch diese Fußbank und der Außenbereich. Wirklich schön zum Entspannen zwischendurch, bevor man in die Stadt geht oder aus der Stadt kommt, einfach ein bisschen chillen. Ja, das Konzept Zirkus geht hier auf jeden Fall auf. Aber auch beim Frühstücken ist, glaube ich, das Motto Zirkus. Also ich fühlte mich die letzten zwei Tage etwas wie im Zirkus. Hier könntet ihr nacharbeiten, liebes Hotel. Das ist echt ein Zirkus. Und wenn ich morgens aufstehe, nein, dann möchte ich gerne entspannt frühstücken und nicht so ein Trouble haben, mir einen Platz suchen. Es ist schon etwas heikel. Aber schaut selbst, vielleicht hatte ich einfach nur Pech heute. Für alle Autofahrer unter euch solltet ihr beachten, die Hotelgarage hat nicht genügend Stellplätze. Das heißt, wenn ihr zu spät anreist, gibt es wahrscheinlich keinen Parkplatz mehr. Und das Parken in Wien ist richtig, richtig teuer. Aber wir haben hier in der Nähe im Museumsquartier ein Parkhaus gefunden, wo der Tag nur 8 Euro kostet. Also nehmt das Parkhaus, denn das ist auf jeden Fall unser Top-Tipp. Ja, der Service hier ist tipptopp, super netter, alle duzen sich hier, also sehr leger, sehr locker. Für einen Citytrip für junge Leute genau das Richtige. Wenn jemand gern gesiezt werden will, der sollte vielleicht nicht hier übernachten, denn hier ist wirklich alles Du-Basis. Wie bei Freunden einfach, das zeigt auch oben der Dach, das Dachgeschoss. Da ist nämlich eine Rooftop-Bar, die eingerichtet ist wie so ein alter Dachboden. Sehr lässig, sehr cool. Ihr seht selbst, dass die Einrichtung wie so zusammengewürfelt ist. Aber das lädt zum Einladen, zum Verwenden ein. Und gerade wenn du alleine reist, kannst du hier Kontakte knüpfen und Anschluss finden. Ich hoffe, das Video hat euch wieder mal gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da und noch viel besser hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und wollt ihr mehr Videos sehen? Hier habe ich euch ein paar Videos verlinkt, die euch gefallen könnten. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe. Und ich mache mir jetzt erstmal in die Kommentare, um euch zu kommentieren. Bis dahin.